Zack. Und was haben wir hier? Two of Spades, das heißt, Spade. Ja, Schlüssel, genau. Das war's. Bad Trip haben wir. Ach ja, die hatten wir schon. Die ganze Zeit bei uns. Genau, da müssen wir auch nicht vergessen, darauf zu achten, ob es eine Full Health Pille wird. Ihr wisst natürlich schon Bescheid. Ich bin wieder verwirrt. Aber, ha, das passiert nun mal. So. So. Was ich auch witzig finde, ist, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Fliege finde, die mich beschützt, dass die dann trotzdem gezählt wird, hat einer gesagt. Das ist aber dann komisch und... Hä, wieso fehlt mein Herz? Hä? Achso, Liberty Gap. Oh mein Gott. Das heißt aber, wenn ich jetzt genug Fliegen finde, dass ich überhaupt keinen Schaden mehr bekomme, oder? Weil eigentlich theoretisch würden ja dann ganze Zeit um mich herum Fliegen fliegen. Oder kommen die nur auf die gleiche Position und deswegen... Ah, ich glaube, die kommen auf die gleiche Position, weil sonst würde es ja keinen Sinn ergeben. Naja, so. Und, weiter. Ja, jetzt kommt wieder ein Reiter, genau, weil wir das Buch eingesetzt haben, oder? Weil das kann doch nicht sein hier. Ja, ich glaube, das ist so. Das heißt, wir kommen aber gleich noch ein Cube of Meat und das heißt, wow, der wird dann noch eine super Form bekommen. Dann rennt er hier rum und betatscht die Gegner. So, komm her. Sehr gut, jetzt wirst du erstmal aus dem Raum geglitscht. Oh, du kannst dich nicht bewegen, aber jetzt schon, scheiße. So, weg mit dir. Genau, hier haben wir wieder ein Cube of Meat. Und schauen wir mal ganz kurz, was es hier wieder gibt. Den, doch, den bekämpfe ich jetzt gerne, weil der natürlich die Sachen droppt hier. Einen geilen Schüssel. So. Teilt er, ich glaube, der teilt sich jetzt nicht, oder? Autsch. Genau, nur der wirkliche Boss teilt sich. Aber hier, und wir haben das Kohlestück bekommen. Sehr nice. A lump of coal. Sehr nice, sehr nice. Ey, der Run ist auch sehr besonders wieder. Das mag ich sehr. Ich würde jetzt aber auch gerne etwas probieren. Und pass auf, warte mal. Da, jetzt habe ich ein Herz. Jetzt, wenn ich eins nehme, ist es dann gleich wieder weg? Oder wird das einfach so gezählt? Dann lass mal kurz in die nächste Ebene. Ja. Und? Habe ich immer noch das rote Herz? Vielleicht durch einen Bug oder so? Weil eigentlich dürfte es ja... Ne, da haben wir nicht. Na gut, schade. So, da oben ist der Bossraum, da oben ist der Kampfraum. Wir könnten in den Shop rein. Hi. Ah, verdammt. Ich dachte, ich habe schnuddig. Na komm schon, Cube of Meaty. Mach ihn fertig. Super Meat Boy. Alles klar. Flops. Bums, Bams, Bips, Babs, Bups. Her damit. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo alles war, ey. Verdammt. Na, wir clearen ja eh alles. Wir clearen alles. Oh, HP ab. Nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und hier haben wir die Zecko. Gegner, also die Bosse haben weniger, Dingenskirchen, weniger Leben, ne? 15% oder war das nur 10% oder auch nur 5%? Und da, oh, das würde ich gerne mitnehmen. Das würde ich gerne mitnehmen, ja. Der Fisch, der spawnt ja einfach nur irgendwelche komischen Sachen. Goathoof macht uns ja schneller, oder nicht? Ach, weiß ich doch nicht. Er ist auf jeden Fall gut, nehmen wir mit, zack, fertig. Der Fisch, das spawnen wir fliegen, wenn wir Schaden bekommen, oder? Nicht die ganze Zeit. Egal. Der Run ist gut, da kann man so einen Fehler machen, das ist doch egal. So. Zack, sonst liegt ja alles pralle. Und ich will euch ja zeigen, dass ich auch menschlich bin und versagen kann und kein Gott bin. Ja. Ja, schwer zu glauben. Schwer zu glauben. So. Oh, was hast du denn da für mich? Was hast du denn da für mich? Was hast du denn da für mich? Ich würde aber gerne Liberty Gap haben. Weil das sind interessante Effekte. Und jetzt bin ich auch gespannt, wie schnell wir schießen. Alter Schwede. Okay, das ist natürlich jetzt... Das ist ein Maschinengewehr. Genau, in den Shop wollte ich eigentlich da unten hin. Und mal Hallo sagen. Na, du hältst auch nicht mehr viel aus. Tschüss. Ach genau, komm, friss ihr Hirn von hinten. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aha. Zack, zack, zack. Genau, und je weiter wir sind, desto mehr Schaden machen wir. Alter, seht euch mal diese Träne an. Unglaublich.
So, und rein hier. Katze. Hm. Ich weiß nicht, die wird jetzt am besten so eine Abstimmung machen. Oh, Mann. Oh, das Einhorn. Oh. Ich weiß nicht. Nein. Ich brauche ihn nicht. Aber hätte ich nehmen sollen, ne? Damit es aus einem Itempool verschwindet. Ach, egal. Die Kerze. Soll ich sie mitnehmen oder nicht? Natürlich, also ich habe sie jetzt schon so oft eingesetzt. Deswegen einmal eine kleine Pause. Komm, ja. Zack, das Buch einsetzen. Sehr gut. Zack. Na, wieso konnte ich nicht schießen, hä? Wahrscheinlich, weil ich noch im Stein war. Genau. So, hol dir die Münzis. Genau. So, einfach mal öffnen. Zack. Einfach, weil ich gerade richtig Spaß habe, die Gegner zu töten, weil wir so viel Schaden machen und so schnell schießen als möglich. Nur Spaß, sie zu vernichten. Sie zu foltern. So. Okay. Meine Güte, waren das überhaupt 3 Sekunden, habe ich den Raum geklärt, oder? Ja, klar, das waren weniger als 3 Sekunden. In einer Sekunde, alles weg. So. Ja, damit. Na komm, iss sie alle auf. Ist ihr Gehirn, es ist so lecker, oder? Boom. Und er gehört dir. Sehr gut. So, hier gehen wir mal ganz kurz rein. Wenn wir jetzt Schaden bekommen, kriegen wir ja auch das... und können uns wieder heilen. Zack. Autsch. So, und auf geht's zur Mom. Die Kerze lassen wir. Es tut mir weh im Herzen, aber wir lassen die Kerze. So. Strength behalte ich jetzt für Isaac. Genau. Super Meat Boy macht die Dinger hier kaputt. Die ganzen Gegner, die uns hier stören. Das ist eine gute Arbeit. Oh, guck mal da oben. Autsch. Kiste hat ein... Au, verdammt, ey. Idiot. Und weg ist er. Sehr gut. Wir haben noch Schaden bekommen. Aber gut, und jetzt sind wir hier ein wenig schneller unterwegs. Sehr gut. Ja, und auf geht's in die nächste Ebene. Komm, dann besiegen wir jetzt schnell It Lives. Mann, die Runs werden jetzt immer voll lang, Weil jetzt noch bis It Lives und später müssen wir noch weiter. Ach, Kacke. Ich wurde auch gefragt, wer der letzte Boss ist. Genau, das habe ich vergessen, in den Kommentaren zu beantworten. Der letzte Boss ist eigentlich entweder Satan oder halt, das Blue Baby. Genau, das Blue Baby ist so die Endstation, ne? Ja, und ansonsten geht es einfach darum, alles freizuschalten irgendwie und eine verdammte Leiter zu bekommen. Na gut. Nehme ich mal. So, hier warten jetzt Bosse auf uns, aber die sind kein Problem, ey. Oh, das macht so Spaß, wenn man so einen richtigen Lauf in Isaac hat und einfach alles vernichten kann. Das macht verdammt viel Spaß. Zack. Jetzt irgendwie noch das Riesenauge Polomeos Dingsbums da. Das wäre perfekt. Und auf Wiedersehen. Genau, was macht die Pille nochmal? Die hat noch keinen Effekt. Speed up. Nice, das habe ich auch gehofft, dass ich das bekomme. Und was bekommen wir hier? The Tower. Ja. Aber mal einsetzen. Oh, oh. Okay, da war ein Buchraum, ne? Genau, den will ich haben. Oh, guck mal, wie schnell wir waren. Ach, weil Liberty Gap uns noch so einen Effekt gegeben hat. Verstehe. Ui, sind wir schnell. Ui. Und wieder den Effekt anscheinend. So. Kommt sie. Total ausgewichen, was? Du kriegst mich nicht. So, hol dir eine Münze, mein Lieber. Sonst schnapp ich sie mir wieder aus Versehen, ne? Willst du das? Willst du das? Nein, das willst du nicht. Sonst weinst du wieder. Nächtelang. Tears up. Nehmen wir mit. Zack. Strength. Okay. Und hier haben wir jetzt... Ja, lass mal... Lass mal das einfach einsetzen.
So. Bad Gas. Ja, einfach mal einsetzen. Ich glaube, jetzt erhöht sich die Chance, dass wir noch einen Reiter als Gegner bekommen, ne? Irgendwie. Durch diese Seven Sin. Ach, mein Gott, da gibt es auch diese Kacke. Egal. Wenn jetzt ein Reiter kommt, da bin ich richtig. Ach nein, es geht gar nicht. Scheiße. Wenn wir jetzt einen Reiter bekommen, dann kriegen wir sein Pferd. Nicht mehr den Cube of Meat. Ja, so war das doch. Ups, hab ich dir weggeschnappt. Sorry, aber ich musste ausweichen. Uiuiuiui. Wo ist denn der Boss eigentlich? Ich würde es nämlich gerne straight to the Boss room. Yo. Und der Boss befindet sich, ich glaube nicht hier, oder? Ich glaube auf der anderen Seite, glaube ich sogar. So. Okay, wo befindet er sich? Ich komme schon, Liberty Gap. Ach ne, hier unten. Sehr nice. Okay, gut, 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 gut. So, komm, öffne dich. Nice. Oh, schon war er weg. So, wir kommen jetzt genau den Reiter und der gibt uns gleich seinen Pferdekopf, den ich eigentlich nicht brauche, mein Lieber. Den brauche ich tatsächlich nicht. Oh, jetzt hat er mich verlangsamt, oder was? Genau. Ach, du heilige Kacke. So, und jetzt liegt sein Pferdchen auch noch rum für die Bumsumsum. Na, komm her, komm her, komm her. Geht doch. A bandage has appeared in the basement. Was ist das denn? Sag mir jetzt irgendwie nichts. Oh, was? Aber eigentlich... Nice, jetzt hat er die Megaform, oder? Das ist jetzt die höchste Steigerung. Sehr geil. Okay. Lass mal hier kurz reingucken. Gabby's Paw. Oder das hier. Warte mal, ich wollte den nächsten Run erst machen, ne? Genau. Scheiße, eigentlich könnten wir... Ihr sagt auch irgendwie, für ein Herz bekomme ich dann blaue Herzen dazu, ne? Könnte ich eigentlich auch einsetzen. Ich habe ein bisschen Angst vor die... Also wäre das klug gewesen, jetzt Guppy's Paw zu nehmen? Ich frage nur, weil ich habe wenig Erfahrung damit. Ich würde jetzt gerne das hier kaufen, weil es Damage abmacht, glaube ich. Ich habe wenig Erfahrung damit. Also ich könnte das nehmen und dann zack, 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 ganze Zeit machen und dann hätte ich verdammt viele blaue Herzen, ne? Das wäre schlau, oder? Das wäre schlau, oder? Oh Mann, ich brauche einen Livestream. Ich glaube, ich nehme demnächst mal im Livestream auf, ja. So. Tut mir leid, ja, ich weiß, ihr facepalmt euch jetzt, aber ich habe euch gefragt. Und das nächste Mal weiß ich Bescheid, hey, das ist klug in dieser Situation. Und ich lerne dazu. Zusammen mit euch. Curse of Darkness. Scheißendreck. So. Ach du. Ja, da kann man schießen hier. Flups. Brauchen wir jetzt nicht. Uah, stimmt, 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 stimmt. Du schießt ja genauso wie ich. Nur spiegelverkehrt, oder? Ne, so, zack, weg mit dir. Auf Wiedersehen. Und her mit dem Schlüssel. Oh, Curse of Darkness, ey. Gott, ich hoffe, wir finden jetzt ganz schnell den blöden Raum. So, Pretty Fly noch dazu. Ja, mit den Pillen haben wir jetzt echt verdammt viel Glück gehabt. Seid ihr denn für eine Form? Weg mit euch. Hört auf, ihr blöde Sachen zu spucken. Uah, komm schon, du hast doch keine Lebensanzeige mehr. Du bist weg, du bist tot, du darfst nicht mehr. Hör damit. Ah, falsch gelaufen, verdammt. Wo ist der Bossraum? Hier auf jeden Fall nicht. Da unten können wir auch nicht mehr. Hi. Gehen wir mal nach unten, oder? Na, auch schon Sackgasse, verdammt. Ich bin jetzt hier gerne weg, dankeschön. Schön Abstand halten, denn nicht vergessen, wir haben unsere Kohle. Genau, hier aufheben. Zack. Oh, Augen, 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 bitte. Schnell, schnell. Nicht gut. Augen, böse. Sehr gut. Wir gehen nach links. Ich glaube, der Boss ist links, ja. Aber das ist jetzt immer so. Ist immer links, ja. Ach, das Gehirn habe ich gar nicht gesehen. Legen wir hier eine Bombe rein, weil vielleicht ist er ja ein blauer Stein. Zufälligerweise, nein. Boah, jetzt müssen wir erstmal Idlis besiegen. Gleich noch. Oh, das wird eine Prozedur, du. Das wird eine Prozedur, sag ich dir. Na komm, genau. So, und weg mit dir. Ei. Sorry, ich musste flüchten. Aber kannst du haben. Dankeschön. Und was bekommen wir? The Moon. Oh, noch was. Oh, Ank. Warte mal, was macht das nochmal? Irgendwas Gutes. Eternal Life. Ich glaube, dass wir danach jetzt noch eine Chance haben zu... Wo ist meine Karte? Warte mal, hier waren wir schon. Wir bekommen jetzt
Also ein Leben dazu, aber da steht sonst eigentlich mal eins. Ach genau, wir kommen zurück als Blue Baby. Ja, warum nicht? Lass mal mitnehmen. Auch wenn wir als Blue Baby dann keine Chance mehr haben. Eigentlich ist das so ein... Oh nein. Das ist eine Folter. Speed up, okay. Nehmen wir. Was ist das hier? Ach ja, ein Spielraum. Warum frage ich auch noch? Ich weiß nicht, spielen wir dran? Ich weiß nicht. Vielleicht bekommen wir irgendwie blaue Herzen oder sowas. Ja, lass mal spielen. Ich spule dann auch vor. Aber diesmal auch wirklich. Diesmal vergesse ich es nicht, ey. Oh, wir haben keine Münzen mehr. Falls ich gerade komische Geräusche gemacht habe, ich war ziemlich verwirrt, dass ich plötzlich viel Geld bekommen habe. Und folgendermaßen. Hier gibt es jetzt den Trick mit dem Yamhart. Könnten wir zum Beispiel jetzt mit der Nonnenhaube zusammen, eine Ebene zuvor, ganze Zeit hier Blut spenden und uns gleichzeitig heilen, weil wir natürlich mit der Nonnenhaube unser Space-Item aufgeladen wird. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch einmal unser Herz opfern, oder? Genau, das mache ich jetzt auch gerade, weil das lädt sich dann bei uns auf. Hier, das siehst du. Warte. Bad Guess. Was war das hier nochmal? Bad Trip, genau. Ich glaube, da liegt noch ein Herz rum, oder? Ach, komm schon jetzt. Nimm das Ding und werd glücklich. Danke. So. Alles klar. Hier liegt noch ein halbes Herz rum. Willst du mir was droppen? Nein. Der Bloody Penny. Ich weiß gar nicht, was der macht. Müsste ich eigentlich googeln. Aber... keine Lust. Warte mal, hier lag irgendwo ein Herz rum. Irgendwo hier rechts, oder? Ein ganzes. Super, genau. Das nehmen wir jetzt mit. Und jetzt sollten wir eigentlich ziemlich viele blaue Herzen haben. Was ziemlich... sexy ist. Ja. So, oh, da ist der Boss. Sehr gut, da gehen wir hin. Und das Herzchen, jetzt sind wir voll. Eigentlich hätte ich die anderen Räume auch noch clearen müssen, in der Hoffnung, dass ich da irgendwie noch mehr Herzen bekomme, ne? Dann könnte ich da noch mehr an dem Automaten spielen. Ich hätte Guppy's Paw nehmen sollen, ja, das ist blau. Oh, hi. So. Na komm, du bist doch tot, genau. Sie. Sehr nice, hier unten. Na gut, so viel Schaden macht jetzt auch nicht. Das ist nicht so viel. Aber dadurch, dass wir viel Leben haben, gleicht sich das irgendwie aus, weißt du? Und wir haben hier ein Herz. Wir könnten eigentlich nochmal spielen gehen. Komm, wir gehen mal ganz kurz spielen. Zacki, zacki, zack. In den Arcade Room. Ah! Oh Gott, ey. Ich das hasse, wenn er mir diese scheiß Bomben holt. Noch eine Bombe. Ja, komm, wir spielen noch einmal. Und springen das jetzt in die Luft. Hallo, Herzen. Okay. So. Gut. Das heißt, jetzt gehen wir weiter in die nächste Ebene. Da lag ja auch noch ein rotes Herz hier unten, ne? Genau, zack. Und... ach so. Ach, das war wegen Liberty Gap. Ach, so. Okidoki. So. Wieso sind wir beim Teufel? Wieso sind wir beim Teufel? Warum sind wir beim Teufel? Das wegen dem scheiß Buch, oder? Kann das sein, wegen dem scheiß Buch? Oh nein, aber ich wollte doch nicht zum Teufel. Oh nein. Ah, oh, wegen dem Buch. Ja, kann das sein? Oh nein. HP ab. Oh nein, der Run ist doch perfekt, um Isaac zu besiegen. Ach, Greed. Zwei Greeds hier. Oh nein, jetzt bin ich aber verwirrt. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich.
Ach, oder bei Isaac was good today. Vielleicht muss ich hier gegen, den Teufel kämpfen. Oh, bekommen wir trotzdem Polaroid? Nein, ne? Nur wenn wir gegen Isaac spielen. Ach, scheiße. Warte mal, Liberty Gap, sag mal, wo der Boss ist. Hätte ich vielleicht im Raum vorher machen sollen. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend gerade. Ich habe noch nicht so sehr drauf geachtet irgendwie auch. Ach, du Arschloch. Iss ihn. Nervensäge. So, Liberty Gap, komm. Sag an. Warte mal, erstmal nehmen wir hier. Tears up. Oh, das macht mich jetzt aber ein bisschen traurig. Na? Komm schon. Der Boss ist ganz rechts. Da gab es noch einen Buchraum. Aber scheiß drauf. Komm, Issi. Genau, da. Sehr gut. Schmackhaft, was? Oh, Mom's Underwear. Range up bräuchten wir jetzt eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, wir haben noch eine fette Range hier. Oh. Irgendwie sind das echt nervige Räume gerade. Wow. Oh, ich wollte gerade meinen Cube of Meat... Ich bin zu dumm. Ich wollte gerade meinen Super Meatball bekämpfen. So. Und der Geheim... Oh, der Super Geheimraum sogar. Ach komm, hier, Bettler. Hol dir. Da unten sind auch noch sexy Münzen. Was kriege ich von dir? Bomben und sonst nichts. Okay. Gut, und hier haben wir... Ach komm, das nehmen wir mit. Das ist doch schnuggelig, auch wenn es das jetzt nicht sonderlich viel bringt. Gehen wir da mal rein. Mhm. Steven! Hey, Steven! Genau, der ist jetzt... Hä, wo ist Steven? Steven? Was macht er? Scheiße. Egal, wir haben jetzt Steven gefunden. Egal. Ja, und wir gehen mal weiter und bekämpfen jetzt... Den Teufel, scheiß drauf. Wir setzen Strength ein. Den Abstand halten. Und die Musik genießen. Ich liebe sie sehr. Sehr gut. Das hätten wir erledigt. Autsch, da ist ein Ding gespawnt. Counterfight Coin, you never blablabla irgendetwas. Oh nein, aber ich wollte doch Mom besiegen, also Isaac besiegen. Oh nein. Okay, gut, dann gehen wir jetzt hier rein und werden glücklich. Vielleicht bekommen wir trotzdem Polaroid. Ein Stück. Ja, das kennen wir schon. Nein, wir haben kein Polaroid. Das war also voll umsonst. Aber wir haben die Challenge geschafft. Ach, Mando. Okay, Freunde, dann machen wir demnächst weiter. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, mit wem ich spielen soll. Wobei, ich werde das, glaube ich, spontan entscheiden, weil ich gleich danach weiter aufnehme und nicht auf eure Kommentare eingehen kann. Naja, trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen und, ja, kein Polaroid für Holly. Bis dann!